Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind hier beim nachkommentierten Part, denn es gab einige Probleme mit dem Aufnehmen, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession wurde das Ende meiner Stimmaufnahme nicht aufgenommen, aber das Video quasi wurde aufgenommen. Es geht also jetzt gleich weiter. Es ist eigentlich schon, ich habe so gecuttet, dass es ungefähr ein Video ist und deswegen geht es jetzt hier auch eigentlich direkt weiter. Ja, wir sind jetzt hier bei, what the fuck? Wir sind jetzt hier bei dem Cluster an der Söldner-Gilde und steigen hier auch direkt ein. Deswegen bin ich mal ruhig. Warum auch immer wir jetzt hier die Raiden-Montur anhaben, das ist eigentlich völlig egal. Keine Ahnung warum. Ist halt einfach so. Cluster 4. Laden. Ja, ich werde jetzt nicht sehr viel dazu sagen zu den Lösungen. Es sind einfach die Bilder, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Tut mir leid, ich bin ein bisschen krank, aber ich will das jetzt hier noch nachkommentieren. Es geht mir auch schon wieder besser, so gut wie perfekt im Moment geht es mir eigentlich wieder und deswegen dürfte es kein Problem sein. Ich habe, wie gesagt, nur noch ein bisschen Schnupfen. Aber diese Bilder hier sollten Laden. Auf jeden Fall richtig sein. Scannen. Äpfel, Orangen, Birnen, Gurken, Rettiche, Scannen. Karotten, Spinat, Datteln, Holz, Scannen. Wacholder, Stahl, Aluminium, Wasser, Regen, Hütte, Ortschaft, Dorf, Stadt, Land, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Gehen, Singen, Tanzen, Spielen, Essen, Lächeln, Weinen, Lächeln, Töten, Sehen, Wissen, Tod, Reue, Liebe. So habe ich das auch im Let's Play damals gesagt, daran kann ich mich genau noch sehr gut erinnern. Ich habe ein bisschen länger gebraucht auch dafür, aber egal. Laden. Hier geht es jetzt weiter, wieder so ein Drehrätsel, das ich auch eigentlich ganz relativ locker geschafft habe. Ich weiß nicht, meine Schwester, die auch sehr Assassin's Creed affin ist, die schafft solche Rätsel immer, ja, mache ich durch Probieren selber, ne, schaffe ich so. Aber ich hole mir da meistens Hilfe aus dem Internet oder so, weil ich da auch nicht so den Drang dazu, das selbst herauszufinden. Ich weiß es auch nicht, ich bin da eher so der... Okay, ich mach das jetzt nicht so, aber ich will halt einfach die Lösung haben und so und deswegen. Genau. Und vor allem jetzt im Let's Play will ich das einfach auch nur so machen, da ich das schnell vorbei haben möchte. Versteht ihr sicherlich. Ja, hier probiere ich, wie gesagt, noch ein bisschen rum. Wie gesagt, muss da auch noch mal ein bisschen nachlesen und so. Ich habe da immer meine Hilfe daneben mir stehen. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle berechenbaren Berechnungen durchgeführt werden können. Ich habe kein Interesse, ein Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. Alles klar? Laden. Und es lädt wieder. Ja, jetzt haben wir hier den Bauern, beziehungsweise das, das Rätsel hier mit dem Schachrätsel. Alan Turing wollte die Misere der Arbeiter beenden. Genau, und dann nehmen wir nämlich den Bauern von G2 und setzen ihn nicht auf G4, sondern den Bauern von G2 auf G3. Das ist die Lösung. Laden. Hier müssen wir jetzt solche Tonbandsachen dann richtig stapeln, sag ich jetzt mal. Quasi so, wie es richtig ist, sozusagen. Hier haben wir drei Sachen, wir müssen die richtig ordnen. Und war jetzt nicht extrem schwer, aber es war halt, muss man erstmal überlegen, okay, wie war das jetzt? So, das. Die beiden, genau. V, hier ist N. Turing muss heute erledigt werden. Wäre das nicht vorschnell? Sie ließen ihn bereits verhaften und sedieren. Er lehnt die Direktive immer noch ab. Er hat tatsächlich vor, eines dieser infernalen Geräte zu erfinden, statt es nur für die Presse vorzutäuschen. Wenn er es schafft, Sie wissen, was die Massenarbeitslosigkeit durch seine Roboter bedeutet. Untätige Hände. Es ist zum Wohl der Menschheit. Was ist mit Kainz? Er vertraut Turing. Wir sprechen hier vom Gemeinwohl, V. Und ein kinderloser Arbeiter ist kein gutes Vorbild. Sie dürfen nicht alle aufhören, sich fortzupflanzen. Gut, es
es ist Ihre Entscheidung. Es muss so geschehen wie bei Harry Dexter White, als er die Sowjets warnen wollte. Okay. Seien Sie erfinderisch. Vielleicht was aus der Bibel. Turing hat einen Sinn fürs Theatralische. Laden. Auch. Quarantänezone. Genau, jetzt müssen wir, wie gesagt, die beiden Punkte finden. Quarantänezone. Müssen wir auch erstmal suchen, wo die sind. Ja. Mich da unten, genau, also quasi in der Mitte, ein bisschen weiter links unten und. Quarantäne quasi aufgehoben. Genau darüber. Dann hätten wir das auch schon geschafft. Cluster 4 hätten wir geschafft und es ergibt wirklich noch keinen großartigen Sinn. Deswegen werden wir jetzt einfach quasi weitermachen. In dem Sinne. Es ist auch nichts viel passiert, keine Story oder so, also ich habe da nicht viel gemacht. Wie gesagt, wir sind hier bei der Söldnergilde und da ist dieses Cluster hier an dieser Seite. Wir werden jetzt noch einfach ein paar Sachen machen. Nochmal in die Söldnergilde hineingehen quasi. Und hier dieses Fraktionsgebäude in eine Söldnergilde, glaube ich, habe ich das gemacht. Quasi renovieren und in eine Söldnergilde, glaube ich, verwandeln. Ich weiß nicht, ob ich Kurtisan oder Söldner genommen habe. Ich glaube, ich habe Söldner genommen. Ja, genau. Söldnergilde. 2200 Florin. Sind gut angelegt, denke ich hier. Vor allem, da die Söldnergilde ja auch noch dann in der Nähe der Söldner ist. Und das ist, denke ich mal, auch durchaus positiv zu vermerken. Somit kann man sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall weitermachen werden. Und zwar bin ich hier erstmal ein wenig herum geritten. Und wusste nicht genau, was ich noch machen sollte am Ende des, quasi des, am Ende der Aufnahmesession sozusagen. Und wir haben ja hier drei Jute alte, haben wir hier noch drei Auftragsattentate, die natürlich auch gemacht werden müssen, aber die ich jetzt nicht mache. Und da ich noch drin hatte, dass ich noch so eine spezielle Suchfunktion quasi gefiltert habe, und das hatte ich halt noch drin, deswegen das habe ich nicht gecheckt, habe ich da nicht gecheckt, dass ich hier noch, dass ich hier nicht angezeigt bekomme, was das jetzt für einer ist, ob der jetzt cool ist oder nicht, also ob der jetzt feige ist oder nicht und so weiter. Das habe ich nicht gecheckt in dem Part und das habe ich dann etwas später gecheckt, weil es meine Schwester mir dann gesagt hat, dass es so ist. Und so, und damit hätten wir jetzt mit dem Wurfmeister drei Leute gekillt. Und den haben wir auch schnell gekillt. Gott sei Dank hat ja niemanden, niemanden Bescheid gesagt. Und deswegen werden wir jetzt hier auch erstmal seine Sachen hier quasi uns stibitzen. Seine Wertsachen, seine Wurfmesser, seine Armbrustbolzen, alles was er hat. Nehmen seine Medizin, sein Geld, sein Gift, alles was er hat, wie gesagt. Damit müssten wir jetzt auch wieder volle Wurfmesseranzahl haben. Wenn ich mich nicht irre, genau. Und habe mir jetzt erstmal hier in den Heuhaufen hier gelegt, beziehungsweise geworfen. Hatte jetzt auch eine Idee, dass ich so von der anderen Seite kommen werde. Und habe dann hier auch die Idee gehabt, weil da steht er. Und diese Armbrustschütze dreht sich nicht um, beziehungsweise er dreht sich schon so um, aber er läuft nicht zur anderen Seite oder so. Das ist in dem Fall positiv für mich gewesen. Hab mich dann hier reinfallen lassen, wie gesagt, wieder in den Heuhaufen. Bin halt rausgegangen damit. Hab ihn somit getötet. Hab mir dann direkt mal hier mein, das kleine Messer wieder rausgeholt. Waren dann hier natürlich auch zwei dicke Leute hier. Die natürlich waren ein bisschen ätzend. Und hab damit auch fast keine Gesundheit, hab mich aber wieder geheilt. Wie gesagt, diese dicken Leute, die kann man nicht wie in AC2 noch entwaffnen, was ja cool war. Die kann man leider nicht, und ich habe jetzt auch wieder zwei Gesundheitsbalken, beschädigte Rüstung. Das ist natürlich auch ätzend. Allerdings habe ich das dann geschafft, indem ich einen Konter angewendet habe, dann die dicken Leute zu töten. Nachdem es sonst ja nicht so gut geklappt hat.
Hier kommt dann noch so ein Typ mit dem Pferd, wieso auch immer ich noch das kleine Messer habe. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kann man den auch ganz leicht platt machen, wenn er auf dich zugereitet kommt. Einfach blocken, halten, dann wird das automatisch gemacht und deswegen erstechen wir hier den oder diese Wache von hinten. Wir erklettern jetzt auch noch, nur noch dieses, diesen Turm quasi und werden dann noch hier den anzünden und wieder alles in Ordnung bringen, kann man wohl so sagen. Ich sehe gerade, die Türkei hebt Twitter-Blockade auf. Weiß nicht, wann das Video rauskommt, ich denke mal, jetzt zu der Zeit jedenfalls nicht, wo da ist wahrscheinlich so keine Breaking News mehr, aber ich krieg das gerade hier auf meinem Handy, da ich so eine Nachrichten-App habe, dass die Türkei die Twitter-Blockade aufhebt. Hat jetzt zwar gar nichts damit zu tun, was ich eigentlich mit dem Spiel oder hier mit der Serie oder generell irgendwie mit dem, was ich hier sage, aber naja, was soll man machen. Wie gesagt, hier komme ich auch eigentlich ganz gut hoch, ist jetzt nicht kein schwerer Borgia-Turm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da noch habe. Wir zünden den hier auf jeden Fall mal an. Dann denke ich, hat er verdient. Und sind damit auch damit so sozusagen frei raus. Hat ganz gut geklappt. Fand ich. Denke ich auch. Es gab, wie gesagt, kleinere Probleme mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich habe eine Vermutung. Die will ich jetzt hier aber nicht äußern. Jedenfalls ist am Ende halt dann irgendwann die Aufnahme aufgehört von mal, also die Videoaufnahme ist weitergegangen, wie ihr hier auch seht. Aber die Aufnahme von meiner Stimme ist nicht weitergegangen, beziehungsweise hat dann auch plötzlich gestoppt. Ist natürlich schade, bei GTA 5 ist das auch so ein Part, den ich noch machen werde. Und ansonsten kann man auch sagen, nichts eigentlich. Ich gucke hier noch gerade auf der Karte herum. Wie gesagt, wir müssten jetzt noch 3 Borgia-Türme haben. 3 bis 4. Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Jedenfalls will ich mich verabschieden. Mit einem herzlichen Dank. Falls es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt vielleicht noch einen Kommentar. Ihr könnt außerdem... außerdem könnt ihr noch was schreiben, könnt ihr noch das Video auf sozialen Netzwerken teilen, wenn ihr Lust habt und vielleicht noch, wenn ihr noch Bock habt und up to date sein wollt, immer meine neuesten Videos haben wollt, dann könnt ihr gerne auf den Abonnieren-Button drücken. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, ich denke, das reicht auch. Sag nur Cheers, wir sehen uns beim nächsten Mal, ich speichere hier gerade noch und haut rein, ciao!